hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. Ja, ich möchte mit euch heute zusammen The Last Ninja spielen, Teil 1. Dazu habe ich dann schon mal etwas vorbereitet. Ich starte über den ZES64 bei den Commodore C64. Angeschlossen über einen Linux-Rechner, über OBS und so weiter. Und ja, ich starte einfach mal hinein. Hier hatten wir schon The Last Ninja CD1. Und der Startvorgang beginnt jetzt. So, ich starte hinein in The Last Ninja Teil 1. Ich würde sagen, auf los geht's los. Genau. So, am Anfang habe ich noch kein Schwert. Dann habe ich das Problem, ich muss mich jetzt hier irgendwie dann vorbeischleichen. Hat schon mal funktioniert. Und hier hätten wir das Schwert. Und mit dem Greifen ist immer so eine Sache. Da muss man schon ziemlich pixelgenau oder eigentlich teilweise sogar pixelungenau stehen, damit mein Ninja, so wie jetzt, nach dem Schwert greift. Ich glaube, ich gehe erstmal nach oben. Ich meine, das wäre der etwas bessere Weg gewesen. Ja, mit der berühmten Space-Taste kann ich das Schwert dann herausholen und dementsprechend in den offenen Kampf hineingehen. Da kommt noch ein Hieb. Jawohl. Ja, The Last Ninja habe ich früher auch total gerne gespielt. Ich fand es natürlich auch immer mit der Steuerung etwas, ja, wie soll ich sagen, etwas gewöhnungsbedürftig. Und so hundertprozentig habe ich mich nie so mit anfreunden können. Aber natürlich die geniale Musik und natürlich auch die schöne Grafik, die haben alles wieder weggemacht. Ja, dann hat man das halt eben stundenlang gespielt. So, komm. Ja, jetzt in dem Fall spiele ich mit so einem kleinen Schummelcode. Das heißt, ich habe eigentlich unendlich viel Leben. Und bei meinen Spielkünsten braucht es auf jeden Fall. So, jetzt muss ich hier so eine kleine Bombe, nach der muss ich auch irgendwie greifen. Aus welchen Gründen? Ja, jetzt hat er sie. Ja, trotzdem erstmal wieder zurück. Da muss ich, glaube ich, zum Schluss hin oder später hin. Ja, ich sollte auch mal ein Schwert rauspacken. Dann ist das auch besser mit Kämpfen. So, da ist ein Beutelchen. Das nehme ich auch mit. Ups. Zu weit. Na komm. Ja, nimm das Beutelchen, du. Ah, ja. So, hier an dem Tempel kann man dementsprechend beten. Natürlich ohne Schwert. Beziehungsweise ohne Bombe. Und dann zeigt mir der Geist an. Und dann wird dann angezeigt, was als nächstes zu finden ist. Oder was noch unter anderem zu finden ist, sagen wir mal so. Ah, hier hätten wir den Schlüssel. Genau, und hier wäre das, was gerade angezeigt wurde, dieses Schako. Zack. So, aber gut, dass ich unendlich viel Leben habe.
Deswegen tut das jetzt hier nicht ganz so weh. Ich weiß nicht, ob man das auch wirklich mit einem Leben schafft. Profis bestimmt. Aber ich nicht. Oh, noch einer. Mit dem Schako. Jawohl, komm her, du. Ja, das ist auch so eine Stelle. Hier fluche ich jedes Mal. Das kann also dauern, bis ich hier drüber bin. Also hier habe ich doch durchaus meine Probleme. Ah, ich bin drüben. Also ich habe hier vorhin beim ersten Try bestimmt 25 Minuten gebraucht, um da rüber zu kommen. So, wo muss ich überhaupt hin? War ich hier nicht schon? Sind so wenig Gegner. Das ist schon verdächtig. Ah ja, hören wir uns ein bisschen die schöne Musik hier an. Hat hier auch was. So. Mal kurz gucken. Ich muss halt die Bombe noch holen. Habe ich schon gemacht? Das ist verhext. Das ist verhext. Jetzt springt er gar nicht. Komisch. So, ich bin drüben. Sofort nochmal springen. Und nochmal springen. Und nochmal springen. Und nochmal springen. Ja, siehst du, jetzt geht's. So, hätten wir noch einen Tempel. Ich kann mal ganz kurz gucken, was er mir anzeigt. Was ich als nächstes finden werde. Ein Äpfelchen. Ja, ein Äpfelchen ist doch gar nicht mal so schlecht. Steh auf. Nee, sollte schon aufstehen. Gut, dann gehen wir hier da raus. Oh. Dann haben wir sofort den nächsten Gegner. Ja, und drüber springen. Damit tut er sich auch schwer. Unser Ninja hier. Ah, da ist unser Äpfelchen. Geht doch. Ja, und ein bisschen näher ran. Ah ja, jetzt hat er. Ah, jetzt ja. Ah, da ist ein Ninja-Stern. Ich schon überlegt, ob ich da vorbeigelaufen bin. Komm, nimm ihn. Mann, du willst aber die Pixel genau davor stehen. Warum nimmst du jetzt den Ninja-Stern nicht auf? Komm jetzt aber. Oh, ein Schritt zurück. Komisch. Ja, das ist jetzt wirklich eins, was ein bisschen blöd ist hier mit der Steuerung. Ah, jetzt hat er dann genommen. Ui, ja. Also das ist wirklich ein bisschen arg merkwürdig gemacht hier. Und beim Kämpfen ist eigentlich ganz gut. Dann komme ich schon soweit klar. So, komm her du. Mit einem Bambusstab. Ja, ein Schwert. Richtiges Katana, hoffe ich zumindest. Obwohl, sieht nicht so aus. Auf dem Bild zumindest. So. Ich meine, jetzt wäre hier schon der Drachen gleich.
Ja, hier ist der Drachen. So, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Hier brauchen wir die Bombe. Ah, nicht getroffen, ne? Einen Schritt näher gehen. Ah ja, er ist benebelt. Er sackt so ein klein wenig in sich zusammen. Das ist immer ein gutes Zeichen, dass man dann durchgehen darf. So, das müsste Level 1 gewesen sein. Ja, es hat schon mal ganz gut funktioniert. Ich muss auch dabei sagen, ich habe ein bisschen gescheatet. Ich habe das schon mal vorgespielt. Deswegen ging das jetzt für meine Verhältnisse relativ flüssig. Und da ist hier so ein Haken, den brauchen wir auch gleich. Komm her, du. Genau, an dieser Stelle brauche ich den Haken. Über die F3-Taste, ja, da habe ich euch mal gesucht, wie man das am besten aktiviert. Ich glaube, das Schwert muss weg. Das kommt ja da nicht hoch. Dreh ich mal um. Ah, jetzt geht er hoch. Okay. Ja, ist jetzt so. Manchmal hakelt er ein bisschen rum. Man weiß eigentlich gar nicht so genau, warum. Schako könnte ich eigentlich auch mal ausprobieren. Aber irgendwie trifft er damit nicht so gut, habe ich so das Gefühl. Nicht zu sagen, irgendwie gar nicht. Jetzt hängt da eine Grafik fest. Hallo? Komm, gehen wir aus dem Bild ganz raus. Und wir machen mal Selbstmord mit der Taste One Stop. Das Gute ist, man fängt immer in dem Bild an, wo man halt eben auch gestorben ist. Ich habe jetzt so eingestellt, dass ich unendlich viel Leben habe, damit ich überhaupt irgendwie eine Chance habe, das zu schaffen. So, jetzt aber. Also man muss, glaube ich, immer also rechtzeitig drücken zum Springen. Na komm. Trifft nicht, ne? Ah, nicht geschafft. Aber knapp war's, ne? Gut, dann probieren wir das Ganze nochmal, aber diesmal mit dem Schwert. Ja, achso, der hat seinen alten Energiestand, hat er behalten. Hier ist schon wieder fest. An der Grafik. Na. Ja, das sieht ganz gut aus. Oh, da hängt auch was. Ein Apfel, irgendwie sowas. Da habe ich vorhin auch schon geflucht. Den habe ich nicht abbekommen. Gut, dann spielen wir ohne Apfel weiter. Wird schon passen. Genau, hier brauche ich den Haken wieder. Schwert wegpacken. Da steuert man übrigens mit der Leertaste. Ach ja, genau, rückwärts war noch wichtig. Schön langsam. Man sollte ja das eigentlich schaffen. Nee, das stürzt er doch ab. Warum auch immer. Hier richtig in die Ecke rein. Das Ganze rückwärts. Du bist falsch rum, Kollege. Ja, jetzt passt das, glaube ich. Ja. So, jetzt ist guter Rat teuer. Geradeaus oder links? Nee, da habe ich keine Lust. Gehen wir mal links. Ich meine, irgendwann muss er bestimmt eh her. Schon wieder hier drüber? Ja komm, irgendeinen Weg muss ich ja jetzt einschlagen.
Ja, lass ich. Ja, ein Schlappelschritt kann ich noch vorgehen. Ja, passt. Bin sogar relativ schnell für meine Verhältnisse. Na, trifft er ja nicht. Komm noch einen, jawohl. Gehen mal hier rein. Ah, Sackgasse. Ist egal, komm, ich nehme einmal hier. Dann nehmen wir denn die Herausforderung auch an, ne? Da gibt es ja so ein paar Bonuspunkte. Nur einer. Jetzt kommen sie aber alle hier. Komm, noch ein. Das mache ich mir eben Selbstmord, damit ich volle Energie habe. Schwert. Oh, das ist ein Schako auch gut. Okay, komm. Komm, noch ein Hieb. Jawohl. Ah, da ist was. Als mit dem blinkt da was. Ah! Was ist das denn? Ah, das müsste der Bambusstab sein, ne? Ja, genau. Komm, nehmen wir den mal. Ah. Jetzt. Ist bestimmt gleich kein Feuer? Okay. Ich sag's noch an. Feuer. Genau. Ich glaube, ich gehe nochmal zurück. Weil da war da vorhin noch ein anderer Weg. Dann muss ich doch über das Wasser springen. Dann machen wir das mal. Mal gucken, wo wir da rauskommen. Ja, hier war die Sackgasse, ne? Und... ach, ich muss hier wieder rüber. Na, okay, komm. Tja, jetzt springt er komplett nach rechts, obwohl er eigentlich nach unten springen sollte. Verstehe ich nicht. So, ich bin drüben. Thank you.
So, der Kollege, der war ja ganz schön hartnäckig. Da war ich auch nicht so genau, wie man am besten vorgeht. Ah, was haben wir denn hier? Bin ich ja vorhin dran vorbeigelaufen. Oh, jetzt blinke ich. Ah, ich glaube, ich so komme ich an den Feuer vorbei. Ich meine, mich so erinnern zu können. Wieder nicht gesprungen. Ich habe schon Meter vorher gedrückt. So. Ui, 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 genau an die Kante. Also. Warte mal, jetzt muss ich nochmal über die Bäume drüber, ne? War das nicht so? Ja, hier bin ich richtig. Aber klar. Ich meine, so rum wäre es ein bisschen einfacher zu springen. Na, oder auch nicht. Ja, ich weiß nicht, ob das mit dem Blinken auf Zeit ist. Das wäre natürlich blöd. Ich muss wohl noch ein Stückchen weiter hoch. Damit ich genau auf dem Baum lande. Ungefähr so müsste das doch passen, ne? Ja, ihr seid zu weit gesprungen. Ja. Das wird zu kurz. So, wir gehen nochmal ein Stückchen weiter nach oben. So. Ha! Jetzt springt er gar nicht. Also das ist wirklich so hier so eine Fruststelle. Komm, jetzt aber. Ah, Gott sei Dank. Genau, was soll ich sagen, das ist hier so eine Fruststelle. Also da könnte ich mir vorstellen, dass der eine oder andere den Joystick in die Ecke schmeißt. Und da keine Lust mehr weiter zu spielen. So, jetzt hör bloß nicht auf zu blinken, weil das wäre jetzt so meine Idee. Dann so durchs Feuer zu gehen. Du musst nur schön weiter blinken, du. Ja, jetzt lauf, lauf, lauf. Ah, lauf, 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 lauf. Und? Ja, 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 ja. Oh, ich denke mal, das nächste Level habe ich geschafft.